Und damit herzlich willkommen zum, Moment, 16. Spieltag der zweiten Season der PBA. Ja, 16. musste ich überlegen, denn es kam leider kein 15. auf meinem Kanal. Wir haben gegen Bene gespielt und es tut mir leid, ich habe es zeitlich nicht geschafft, das Video aufzunehmen und aktuell sieht es leider nicht danach aus, als könnte ich das mir im Moment erlauben nachzuholen. Dementsprechend, keine Ahnung, ich denke mal, ich verlinke euch irgendwo noch das Video, das Bene natürlich dann gemacht hat, aber von mir sieht es aktuell nicht danach aus, als würde das noch nachkommen. Wenn doch, dann sage ich halt Bescheid, lade ich es noch hoch, aber das seht ihr ja dann. So, ja, Teambuilding kam halt auch keins, aber da habe ich mich schon zu geäußert. Prinzipiell sehe ich mich nicht mehr in der Season weitere Teambuildings machen. Dementsprechend Bookpaste wie immer in der Videobeschreibung. Aber was haben wir denn grob dabei? So. Prinzipiell muss ich sagen, ich finde das Matchup gegen Maxi absolut schrecklich, denn er hat so eine Defensive, einen defensiven Core aus Skarmory und Seismitoad, an dem komme ich eigentlich gar nicht vorbei. Während ich aber auch seine Offensive halt nicht wallen kann. Und dementsprechend war meine Idee im Teambuilding, das jetzt in einer gewissen Art von Hyper-Offense anzugehen mit ein paar Tools, mit denen ich vielleicht die Defensive aushebeln kann. Dementsprechend gehen wir mal drauf ein. Unser erstes Tool dabei ist gerade unser Rabigator, denn Rabigator kann den schönen Move Katapult und damit kann ich Skarmory einfach mal überraschen, indem ich es mit Katapult natürlich auf den Boden hole und ihn dann halt mit Erdbeben gefährde bzw. angreifen kann. Währenddessen kann ich ihn zum Beispiel auch taunten, sodass er jetzt keine Spikes oder sonst was legen kann, was auch sehr nett ist im Anbetracht dessen, dass auf der Gegnerseite ein Zwirfels steht und ich somit, wenn er irgendwelche Hazards rausbekommen sollte, höchstwahrscheinlich nicht dazu kommen werde zu spinnen. Ja, ansonsten haben wir ein Life for Politoed dabei, das ist so gesehen einfach unser Breaker, einen richtigen Switch, und hat er darin jetzt nicht. Klar, sein Seismitoad existiert, aber kann ich auch echt Regress drücken. Apropos sein Seismitoad, ja, wir bringen den Rain gegen sein Seismitoad mit. Wenn er jetzt Swift Swim spielt, dann könnte das durchaus ein bisschen gefährlicher werden, aber prinzipiell sollte ich dagegen noch gewappnet sein. So, dann spielen wir ein Scarf Dragoran mit Hurricane, was war's, Draco Meteor und Thunder. Damit haben wir eigentlich die Coverage, um alles gut genug zu treffen, und als letzten Move haben wir dann erstmal den Tailwind, denn angenommen, wir würden wirklich sein Team gut angechippt bekommen, gut runtergechippt bekommen, und ich habe noch meinen Politoed in der Hinterhand und kriege einen Tailwind mit meinem Dragoran raus und sterbe halt in der Runde, dann kann Politoed eventuell das Game nochmal aufräumen, was natürlich sehr in meinem Interesse wäre. Soweit da der Plan. Dann haben wir wieder Scarf Hitmonlee dabei mit tatsächlich Sprungfeder als Move, weil ich irgendwie dieses Heracross zur Not revengen muss. Dann haben wir High Jump Kick und Close Combat sowie Rapid Spin drauf. Ja, also ich kann mir aussuchen, ob ich den Reckless Boost irgendwann mal brauche oder nicht. Dementsprechend so viel dazu. Landturm ist auch wieder hier dabei, also soll eigentlich der Offensive ein bisschen Momentum geben, und unter anderem kann es halt auch Heal-Belt drücken, wenn sich das anbietet. Ja, und ansonsten ist Landturm, to be honest, ganz nice in dem Matchup, weil wir haben auch die HP Crash drauf, das heißt, wir können auch was gegen Seismitoad machen, der kommt da nicht so easy drauf rein, und ja, ansonsten Scalden und Volt Switchen ist nie verkehrt. Und dann haben wir als defensives Backup gegen irgendwie alles noch unser Escavalier dabei, denn Escavalier kommt halbwegs auf Jump rein und es kommt halbwegs auf spezielle Dinge rein wie Roserade. Wo wir kein Switchen rein haben, ist Heracross, aber das ist, glaube ich, nicht weiter verwunderlich. Ist irgendwie ein bisschen sehr schwer zu wollen, aber ja. Ich glaube, was haben wir drauf? Wir haben sogar Counter wieder drauf auf dem Ding, Iron Head, Megahorn und noch einen Rest neben den Leftovers. Mit dem Rest können wir uns halt vielleicht irgendwann hochresten, um das dann nochmal mit Landhorn wegzuheilen, aber halt einfach, um die Möglichkeit zu haben, da mehr Longevity reinzubringen, haben wir den Rest drauf. So, Team von Maxi seht ihr soweit. Glücklicherweise kam zum Beispiel schon mal kein Roserade mit, das hat mich im Teambuilding schon sehr gepressured. Dann sehen wir natürlich aber trotzdem die zwei offensiv gefährlichsten Mons auf seiner Seite, nämlich Chomp und sein Heracross. Während er auch den Defensivcore mitbringt, den ich halt befürchtet habe in Form von Skarmory, Zwirfinst und Seismitoad. Da wird es wie gesagt sehr schwer vorbeizukommen und ansonsten halt auch sehr schwer, wenn er die Hazards rausbekommt, dagegen vorzugehen. Und als letztes im Bunde steht da noch so ein Shillock, das ist natürlich im Rain durchaus vertretbar, dass er den mitnimmt.
Hatte ich tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm, aber der sollte nicht zu viele Probleme machen. Das Problem ist natürlich, dass er dennoch immer 6% Heilung bekommt von dem Rain. Das könnte auf Dauer ein bisschen problematisch werden, aber ich würde sagen, soweit haben wir alles gesagt und wir starten dann mal jetzt ins Match. Mal wieder mit dem Iris Background, einfach immer noch der beste Background, den es da gibt, wie ich finde. Komme nicht so wirklich von ihm weg, aber ich glaube, das passt schon. So, wir dienen hier mit Krug, er dient hier mit Seismitoad und jetzt bin ich halt direkt in der ersten Turn in so einem Struggle, weil er könnte natürlich auch ein offensives Seismitoad sein und mich eventuell halt sogar rausnehmen. Das wäre irgendwie nicht so nice, aber ich will hier eigentlich auf gar keinen Fall die Rocks haben. Dementsprechend denke ich mir, ah, let's go, wir taunten den jetzt. Der wird, glaube ich, nicht direkt auf den Scald gehen. Und ja, Feuerhinder kommt. Und jetzt kommt die große Überraschung. Er hat das Mental Herb und der Verhöhner lässt nach und legt die Tarnsteine. Damit hat er mich Turn 1 schon mal komplett geplayed, so gesehen. Weil die Tarnsteine, die werden jetzt halt, wie gesagt, most probably über das ganze Game liegen. Und was unter anderem noch geiler ist, ist, dass ich eigentlich hier absolut gar keinen Switch in diese Seismitoad habe und mir das in dieser Situation nochmal aufgefallen ist. Denn ja, Karl-Lanzers, der tankt natürlich einen Hit und er könnte dann auch irgendwie das Ding ein bisschen andamagen und so, aber kann halt auch geburnt werden. Und das passiert hier leider. Ist jetzt halt aber leider so, wie es ist. Und das Ding ist immerhin, hier ist eigentlich immer relativ klar, was reinkommt. Auf Kavalanza, das wird immer Skarmory reinkommen, weil ich kann absolut nichts gegen Skarmory machen. Ich habe den kompletten Move-Pool von Kavalanza durchgeguckt, ob da nicht doch irgendwas ist, was Skarmory überraschen könnte. Da ist nichts. Dementsprechend ist es hier sehr, sehr klar, dass Skarmory hier reinkommt. Und ich denke mir, gut, gehen wir raus in Krug und wollen dann jetzt ihn hier unter Pressure setzen, denn ich denke, dass er hier eigentlich immer angreifen wird, weil er hat den Taunt schon gesehen und hier jetzt irgendwas zu legen wäre halt dumm. Er kann stattdessen sich das Momentum holen, indem er hier jetzt Brave Bird oder Iron Head drückt, um mir damit nochmal Damage zu geben und für mich so gesehen eine Nullrunde zu erzeugen. Dementsprechend dachte ich, okay, wir gehen hier direkt auf den Katapult, weil hier Hazards zu legen, da habe ich ihn nicht gesehen. Und ja, damit haben wir ihn immerhin schon mal auf Boden gebracht. Aber nein, tatsächlich legt er hier Hazards. Vielleicht hat er tatsächlich auch das Katapult erwartet. Das habe ich nicht nachgefragt. Aber ja, so oder so, jetzt liegen nicht nur Rocks, jetzt liegt auch noch eine Layer Spikes. Und das gefällt mir absolut gar nicht. Gerade im Anbetracht dessen, dass ich die hätte verhindern können. So. Jedenfalls, wir können dann trotzdem hier an der Stelle angreifen, weil ich drin bleiben wird er jetzt sehr wahrscheinlich nicht. Und wir gehen auf ein Erdbeben. Er geht in sein Seismitoad und wir werden sehen, dieses Erdbeben macht erstaunlich viel Damage. Und das Ganze ohne Crit. Denn tatsächlich ist er wohl ein nicht physisch defensiv, also komplett speziell defensives Seismitoad. Und dagegen habe ich eine Chance, das zu töten. Und die gehe ich jetzt hier ein. Krieg sie leider nicht. Jetzt ist nur die Sache, wird mich das Siedewasser burnen oder nicht. Weil ohne Burn wird sich die Runde irgendwo schon noch gelohnt haben, mit Burn ist halt ein bisschen schwieriger, aber wir sehen glücklicherweise keinen Burn diesmal und wir sind dann jetzt hier eigentlich ganz gut in der Situation, dass wir hier das Seismitoad einfach rausnehmen können, sei denn er wollte sich das noch unbedingt als Hack aufsperren, aber ja, damit bekommt Crocodile an der Stelle erstmal First Blood. Ja, Problem ist natürlich, das Seismitoad hat dennoch sehr viel Work geleistet, sage ich mal. Was halt irgendwie wiederum nicht so ist, so gut ist. Und außerdem hat er jetzt halt hier einen Safe Switch in einen seiner offensiven Threats. Und ja, ich habe halt nicht so viele Switch-Ins mehr. Also ich hatte nie viele Switch-Ins, aber jetzt in der Situation wird es dann nochmal kritischer. Und mein Kavalanz ist halt leider direkt geburnt worden und ich habe absolut keine Verwendung mehr dafür. Zumal auch Roserade, das wirklich nur von Kavalanz gewollt werden konnte in meinem Team, nicht mitkam, beziehungsweise, naja gut, ich hätte es vielleicht auch mit so einem Neovora wollen können, aber anderes Thema. Jedenfalls, das kam nicht mit, dementsprechend, ja, physisch gesehen war das sowieso jetzt auch, nachdem die Hazards draußen waren, nicht mehr eine Art Switch in die Mons, Garchomp und, keine Ahnung, Heracross. Dementsprechend musste ich das jetzt hier halt einfach abwerfen und ja, kann dafür jetzt hier einfach mal in mein, Kickli gehen und ich denke mir, ja, er wird wahrscheinlich denken, hier kommt wieder der Place Kick, weil den hat er schon im Hinrundenkampf gesehen, der wird auch immer safe nach einem CC-Drop killen und geht dementsprechend in mein Krug raus, denn ich denke mir, gut, er wird jetzt hier an der Stelle immer ins Wiffins gehen, er hat keinen Grund, das nicht zu tun. Wir sehen, dass nur der Betrüger, wobei der Betrüger müsste, glaube ich, auch so einfach auf das Mon hier wirken, jedenfalls so oder so, der Nahkampf kommt jetzt hier an der Stelle durch.
Und das war's mit meinem Klug. Denn tatsächlich hat er das predicted und das ist eine sehr, sehr, sehr starke Prediction gewesen. Aber die wirft uns jetzt nochmal ein bisschen weiter zurück, denn wir haben unsere Tool, also wir haben noch Politoed gegen Skarmory, aber wir hätten eigentlich gerne Krug gegen Skarmory gehabt und gerade gegen das Zwirfinst wäre Krug auch nochmal sehr nice gewesen. Aber ja, so müssen wir jetzt halt gucken, wie wir drumherum spielen und ich entscheide mich tatsächlich hier sogar lieber in meinen Dragoran zu gehen als in meinen Kikli, weil ja, den jetzt irgendwie mit Bounce oder sowas tatsächlich versuchen zu pressuren ist irgendwie nicht so nice. Und ja, gehe dementsprechend hier jetzt in meinen Dr. Dra und tatsächlich habe ich mich hier leider dazu entschieden, den Draco zu drücken, denn eigentlich hätte ich sehen müssen, dass das Panzer Aeron hier kommt und wenn der Thunder dann rausgekommen wäre, der hätte, glaube ich, sogar killen können, wenn er, ich glaube, an dem Schaden habe ich ja schon erkannt, dass er nicht speziell defensiv ist. Dementsprechend sehr schade, dass ich das hier nicht gewagt habe, aber passiert. So, wir gehen an der Stelle natürlich erst nochmal raus. By the way, die Multiscale war in dem Kampf tatsächlich sogar relativ unwichtig. Die hätte vielleicht höchstens gegen Chomp irgendwas nutzen können, wenn er jetzt irgendwie Scarf ist. Und dann der Outrage vielleicht nicht killt, aber ich glaube, der würde auch von voll killen. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber wahrscheinlich ist es so. Jedenfalls, wir können natürlich auch nicht drin bleiben, unter anderem, weil er jetzt hier auch Roost drücken kann. Und damit würde er halt einfach unseren DPP von unserem Draco Meteor ausstollen. Dementsprechend gehen wir hier auch in Landtouren. Und ja, das Problem ist jetzt, wenn er jetzt mit Chomp reinkommt, dann macht er eigentlich recht guten Progress, denn ich habe hier irgendwie nicht mehr so viele Optionen. Ich muss hier ein bisschen Momentum rausgewinnen und gehe deswegen jetzt auf den Bullswitch, wenn er tatsächlich seinen Heracross reinholt. Wir haben ja schon gesehen, dass es kein Moxie hat. Dementsprechend hat er hier vielleicht drauf gegambelt, dass ich hier auf den Skull drücke und ihn vielleicht burne, weil damit hätte, wäre das Heracross natürlich nochmal gefährlicher geworden. Und ja, an der Stelle gehe ich dann jetzt hier in meinen Kikli raus und denke mir, okay, let's go. Wir nehmen den jetzt hier einfach, beziehungsweise es war mehr so ein Verzweiflungsgedanke, aber ich gehe jetzt hier halt auf den Bounce und dann schauen wir mal, was passiert. Schwierig an der Stelle, sag ich, denn actually Bounce ist selbstverständlich ein Brainfart. Also, das Ding ist zwar, dass ich mit Bounce natürlich immer dieses Heracross irgendwie revengen könnte, wenn wir in einem 101 sind. Aber wenn wir Bounce drücken, er in sein Zwirfinst geht, dann können wir nicht rauswechseln. Und das heißt, er kann uns mit Zwirfinst attacken. Wir kriegen immerhin glücklicherweise für uns einen Crit. Leider keine Para. Die wäre an der Stelle so die einzige Hoffnung gewesen, dass sich das Ganze hier noch auszahlt. Aber joa, so haben wir jetzt hier das Problem. Er kann uns halt so einfach attacken und ja, ist halt Kikli, der ist Fistiff eigentlich nichts. Und ich kann ihn jetzt hier auch, muss ihn hier drin lassen. In der Hoffnung auch, dass er hier keinen Schattenstoß spielt. Damit ich halt überhaupt noch irgendwie Damage damit drauf machen könnte. Aber so wäre der halt immer an den Hersatz gestorben. Und ja, immerhin, wir bekommen endlich mal das Momentum, unser, unser Quaxu reinzubringen. Und damit können wir immerhin gar nicht so schlechten Pressure aufbauen. Das Problem ist leider, dass tatsächlich ein speziell defensives Shillock uns ganz gut wallen würde. Und das unter anderem auch ein Problem ist, dass ich hier dachte, okay, auf Shillock will ich tatsächlich nicht die Hydro Pump drücken, sondern eher den Scald, weil dann würde ich den immerhin burnen können. Hab dabei aber tatsächlich nicht nachgekalkt und musste leider bitter feststellen, dass der Scald das Zwirfinst gar nicht killt und bin jetzt hier erstmal getoxicked. Overall alles nicht so nice. Er kann auch nochmal auf den Schattenstoß gehen und nochmal weiter runter chippen. Und tatsächlich mit dem Life Orb Damage plus dem Poison Damage werden wir wahrscheinlich auch mit Quaxu gleich in einer Range sein, auf der wir keine Hazards mehr leben. Beziehungsweise ja, man sieht es ja, das ist tatsächlich der Fall. Und damit haben wir unser, ich sag mal, bestes Mon hier auch schon mal weg, sozusagen, denn ja, immerhin so irgendwo im Hinterkopf war noch, dass wir vielleicht irgendwie hinbekommen, die Table und Taktik mit Quaxu zu fahren, aber so bekommen wir die absolut gar nicht raus und haben das natürlich selbst zu verschulden, wir hätten auf Hydro Pump gehen müssen, aber habe ich nicht getan. So, wenn er jetzt hier mit seinem Chomp gescarft ist, dann kann ich das hier immerhin so insofern ausnutzen, dass er jetzt hier so oder so rausgehen muss und ich halt einen Move drücken kann. Und ich war mir sicher, ja, diesmal wird er halt in Skarmory gehen, tatsächlich. Das Problem ist, mit Skarmory ist er tatsächlich wieder auch auf der Sturdy, also er ist halt Full Health und
Der Thunder ist jetzt halt so eine Sache, den können wir da drücken und der macht Dinge, aber der ist jetzt auch nicht so nice. Jedenfalls dachte ich mir, gut, unsere letzte Wincon ist jetzt halt, dass er mit Chomp nicht Scarf ist und wir mit Hurricane auf Dauer alles irgendwie verwirren. Dementsprechend gehe ich jetzt hier raus. Es ging mir bei der Sache hier gerade nur darum, Skarmory von der Sturdy runterzubringen, um ihn theoretisch mit Hurricane revengen zu können. Und gehe deswegen jetzt hier einfach in meinen Landturn. Der Erwartung, keine Ahnung, dass jetzt hier was auch immer. Also eigentlich hatte ich keine Ahnung, was genau kommen muss, aber tatsächlich, wir sehen hier den Wirbelwind. Das erspart mir hier auch nochmal irgendwie auf Holzwitch zu drücken oder sonst irgendwas, irgendwie zu riskieren, dass Chomp reinkommt oder sonst was. Aber wichtig ist das tatsächlich eigentlich nicht. Jedenfalls, wir haben jetzt wieder unser Tragoran rein und können ab jetzt hier Hurricane durchspammen. Und ja, ist halt immer noch so die Sache, wenn sein Chomp Scarf ist, dann sieht es dagegen ein bisschen schwierig aus. Was heißt ein bisschen schwierig, dann ist es halt an der Stelle eigentlich GG. Wenn nicht, dann hätten wir zum Beispiel schon mal gegen Chomp die Möglichkeit, ihn zu critten und würden ihn damit schon mal direkt rausnehmen. Und gegen Shillock müssten wir ihn halt ja einmal verwirren und er müsste sie selbst hitten. Und wenn wir dann gute Rolls bekommen, dann könnten wir das gewinnen an der Stelle. Wir sehen immerhin schon mal seinen Heracross, was er hier reinschickt, auf einen Hurricane down gehen. Aber ja, an der Stelle kommt halt Chomp rein und wir sehen, Chomp ist schneller, Chomp trägt Outrage und ja, da muss ich, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Da haben wir an der Stelle dann leider den Kampf verloren. Ja, woran hatte TLA gehen? Das ist natürlich nachher immer die Frage, die man sich stellt. Woran hat TLA gehen hat? Also, naja, ich sag's wie es ist. Ich muss sagen, ich bin auch nach dem Kampf, habe ich mir das Matchup angeguckt und habe nicht gesehen, was explizit ich hätte besser machen können. Ich hätte vielleicht Kikli als anders spielen können in Richtung, dass ich wirklich Gesichte drauf spiele, um mindestens einmal den Spin safe rauszubekommen, aber selbst das wäre halt schwierig gewesen. Im Kampf habe ich vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht, zum Beispiel, dass ich halt Skarmory nicht getauntet habe und, aber overall sehe ich halt trotzdem nicht, wie irgendwas davon, wenn ich es anders gemacht hätte, mir den Kampf hätte holen können. Dementsprechend, es hätte vielleicht irgendeine cheesy Taktik gebraucht, vielleicht irgendein CM-Pass wieder, wie letzten Spieltag oder sonst irgendwas, aber anders sehe ich das jetzt hier nicht direkt. Habe ich jetzt hier keine richtige Ahnung, wie ich es hätte machen sollen. Wir hätten vielleicht mit Frostless und Abgangsbund-Taktiken und sonst irgendwas ein bisschen mehr Work machen können, aber auch ein Frostless hat halt die Probleme, dass es gegen Seismitoad Skarmory einfach nicht wirklich vorbeikommt und außerdem eigentlich gegen Chomp immer gescarft sein müsste und das ist halt alles nicht so nice und irgendwie mal wieder Frostless Trick mit Choice Scarf zu spielen, hat sie sich irgendwie auch nicht richtig angefühlt. Trotzdem hätten wir vielleicht machen sollen, so oder so. Wir gehen jetzt hier schon mit einem dritten Lose aus der Rückrunde bisher raus und zwei Wins, wenn ich es richtig sehe. Dementsprechend, wir stehen, was die Rückrunde anbelangt, negativ. Sind so gesehen auch probably aus dem Meisterschaftskampf raus, was halt schade ist, aber das ist jetzt leider so passiert. Wir müssen halt gucken, dass wir immerhin jetzt noch bestmöglich abschneiden. So, ich will zumindest mal die Rückrunde von der Win-Lose-Difference positiv beenden. Das ist jetzt mal erstmal mein Ziel. Und ja, ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sagen. Nächsten Spieltag geht es gegen Shatterick und ich würde sagen, das war's. Euer Ash.